Fahrzeuge der Zukunft werden zum einen immer besser vernetzt, zum anderen immer autonomer. Volvo ist der erste Autohersteller, der das Konzept für eines seiner Fahrzeuge nutzt. Ein Auto, das statt einem Schlüssel nur eine mobile Telefon-App benötigt. Wir haben im Fahrzeug ein Bluetooth-System. Das hört sozusagen das Telefon und stellt sicher, dass das Fahrzeug es erkennt und Zutritt gewährt, wenn Sie sich ihm nähern. Sie brauchen also keinen physischen Schlüssel, wenn Sie keinen wollen. Wir werden zwar nicht aufhören, reale Schlüssel herzustellen, aber das ist ein zusätzlicher Service, den man hier haben kann. Aber was, wenn der Handy-Akku leer oder das Telefon verloren ist? Volvo hat diese Szenarien im Blick und arbeitet an Lösungen. Die neue Technik wird aber in jedem Fall Vorteile bieten, zum Beispiel für User, die Mietfahrzeuge nutzen. Sie können einen Schlüssel versenden. Wenn ich in Barcelona bin, kann ich zum Beispiel meiner Frau in Göteborg meinen Autoschlüssel schicken, sodass sie das Auto nutzen kann. Und ich kann auch selbst einen Schlüssel erhalten. Wenn ich also nach Barcelona reinfahre, kann ich mit der App ein Auto mieten und muss nicht an der Vermietstation auf einen Schlüssel warten. Ich kann einfach zum Auto gehen und einsteigen. Es wird noch mindestens ein Jahr dauern, bis die Technologie auf dem Markt ist. Volvo wird sie innerhalb der nächsten Monate an einer begrenzten Zahl kommerzieller Fahrzeuge testen. Wir werden dieses Frühjahr einen Pilottest starten und einen Teil der Flotte unseres Carsharing-Unternehmens dafür nutzen. Wir haben Angestellte, die aus dem belgischen Gent einfliegen. Sie werden Zugang zu der App erhalten und damit dann ein Auto buchen können, um vom Flughafen aus herzufahren. An diesem Unternehmensstand erwartet man als nächsten großen Entwicklungserfolg im Autosektor ein völlig autonomes Fahrzeug. Schätzungen zufolge werden bereits im Jahr 2022 weltweit 345 Millionen Fahrzeuge mit dem Internet verbunden sein. Wir hier bei Harman glauben, dass dies das Fahrzeug der Zukunft ist. Autonomes Fahren wird in ein paar Jahren ganz normal sein. Was wir mit autonomen Fahrzeugen erreichen können, ist, dass der Verkehr fließender wird, dass er sicherer wird, leiser und kraftstoffsparender. Unter bestimmten Umständen sprechen viele Aspekte für autonomes Fahren. Autonome, unabhängige Fahrzeuge werden bald das Straßenbild prägen. Was fehlt, ist die entsprechende Infrastruktur, damit die Fahrzeuge sicher fahren können, sprich die Internetverbindung. Das System muss eine ganze Reihe neuer Dinge tun, um autonomes Fahren zu ermöglichen. Zuallererst die Konnektivität. Das Fahrzeug muss die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sein. Zweitens die Navigation. Die Navigation muss sehr viel präziser sein als je zuvor. Und dann ist es noch hilfreich, wenn das System vorhersagen kann, was Sie wollen. Das macht viele Schritte überflüssig. Wenn das Fahrzeug morgens angelassen wird und bereits weiß, wo Sie hinwollen, macht das viele Eingaben in das System überflüssig. Die technische Zukunft zeichnet sich auch in der Gesetzgebung der EU ab. Ab 2018 sind Internetverbindungen und ein eCall-Notfallsystem bei Neuwagen Pflicht.